Der ehemalige Tennisprofi Maximilian Abel hat mit seinem Trainer angeblich Schlimmes erlebt. Dann hat er gesagt, zieh dich aus. Ja. Und dann hat er 20 Mal durchgezogen. Volles Brett. Der Trainer Dirk Hordorf soll Maximilian auf den nackten Körper geschlagen haben. Aber auch andere Spieler erheben schwere Missbrauchsvorwürfe. He asked me to remove my underwear also. This is not normal. Missbrauch im Profitennis. Was geht da vor sich? KollegInnen vom NDR haben einen Hinweis bekommen. Es geht um schwere Missbrauchsvorwürfe in der Profi-Tennis-Szene. Ein Team vom NDR, Sportschau und der Süddeutschen Zeitung sind diesen Hinweisen nachgegangen und sie haben Erschreckendes aufgedeckt. Wir wollen euch hier diese Recherche zeigen, die gar nicht so einfach war, denn Interviews dafür fanden unter anderem auch im Gefängnis statt. Die Geschichte jetzt also hier in diesem Film mit einer Triggerwarnung. Es gibt Schilderungen von sexualisierten Übergriffen, das kann retraumatisierend und belastend sein. Ein Hotelzimmer im Luxushotel soll zu einem Tatort geworden sein. Was hier mutmaßlich passierte, wurde jahrelang verschwiegen. Das ist Dirk Hordorf. Lange war er einer der mächtigsten Männer im deutschen Tennis. Und das ist Maximilian Abel, sein damaliger Schützling. Maximilian Abel heißt der Maxi, wie ihn alle nennen. 20 Jahre alt, der sich hier durch die Qualifikation gekämpft hat. Und vielleicht beginnt ja hier und heute seine große Karriere. Hier spielt Maximilian gegen einen der besten Tennisspieler aller Zeiten, Roger Federer. Später soll es in Hamburg zu dem besagten Vorfall im Hotelzimmer gekommen sein, mit seinem Trainer Dirk Hordorf. In einem Interview erzählt Maximilian einem Team investigativer JournalistInnen, er habe neue Saiten für Tennisschläger besorgen sollen und dies nicht gemacht. Herr Hordorf hat mich gefragt, ob ich sein Gepäck abholen kann in seinem Zimmer. Habe ich gesagt, alles klar, ja, ich komme mit hoch. Und wir sind hochgegangen. Und dann hat er gesagt, zieh dich aus. Ja. Und da war es dann praktisch eine Befehlsform. Ja. So, und dann hat er gesagt, zieh dich aus, komplett, und stell dich oder beziehungsweise geh in Hundeposition auf das Bett. Ja. Auf allen Vieren. Ja. So, dann hat er angefangen, sein Gürtel auszupacken. Und dann hat er 20 Mal durchgezogen. Volles Brett. Ja. Und ja, und dann bin ich. Dann habe ich nach hinten geguckt und dann war der auch erregt. Ja. Okay, das sind also echt schwere Vorwürfe, die Maximilian gegen seinen damaligen Trainer Dirk Hordorf erhebt. Und Dirk Hordorf, der streitet das alles ab. Dazu kommen wir später auch nochmal genauer. Denn das Schlimme und das Krasse an dieser Geschichte ist, der Missbrauch, der soll schon stattgefunden haben, als Maximilian noch minderjährig war. Und da hatte er einen großen Traum, Tennisprofi zu werden. Ein Bild mit Boris Becker. Die Geschichte von Maximilian Abel beginnt mit der Liebe zum Tennis. Seine Eltern fördern ihn, finanzieren teure Aufenthalte, wie hier in einer privaten Tennisakademie in den USA. Zu dieser Zeit soll Maximilian auch seinen späteren Trainer Hordorf zum ersten Mal getroffen haben. Okay. Ich habe ihn kennengelernt, das erste Mal, also wirklich, da war ich so 12 Jahre alt. Ich hatte Verbandstraining beim Hessischen Tennisverband. Ich war so ein-, zweimal die Woche im HTV vor Ort. Und dann irgendwann war es so, dass er dann auch mal auf mich zukam und hat mich gefragt, mit wem ich trainiere. Bis dann irgendwann er mich gefragt hat, auch ob ich fit bin, ja, und meine körperliche Verfassung, wie die so ist, und ob er denn mal abchecken kann, beziehungsweise er würde mich gerne mal körperlich kontrollieren. Ja. Und das so war so die ersten Male, wo wir dann im HTV, es hat immer alles anfangs im HTV stattgefunden, in den Umkleiden, wo wir dann tatsächlich in die Umkleiden gegangen sind, dann oder in die Umkleide des Hessischen Tennisverbandes. Und dann sozusagen, ich nenne das immer so, diese Check-ups absolviert haben. Ja. Anfang waren das Berührungen von ihm am Rücken, Bauch und hat sich dann runtergearbeitet bis zum Gesäß. Ja. Vorwürfe, für die es keine Zeugen gibt, die sich bis heute nicht zweifellos nachweisen lassen und die Hordorf abstreitet. Auch der Hessische Tennisverband gibt an, von all dem nichts gewusst zu haben. Dirk Hordorf ist Manager und Trainer, lange Vizepräsident des Deutschen Tennisbunds. Schon seit den 80er Jahren fördert und investiert er in junge Talente. Von Novak Djokovic bis Angelique Kerber. Kaum ein Tennisstar ist an Hordorf vorbeigekommen. Wie Maximilian Abel.
Obwohl dieser angibt, über Jahre von Hordorf missbraucht worden zu sein, schweigt er lange und fokussiert sich auf seine Karriere. Hier zeigt er einmal sein Können, Maxi Abel. Er war schon sehr früh als Jugendlicher Nummer 3 in der Welt. Er hat einen Klasseaufschlag, dieser 1,90 Meter große Schlags, und hat viel Gefühl, viel Touch. Das beweist er auch in dieser Szene. Ende der 90er Jahre gilt Maximilian Abel als einer der besten Nachwuchsspieler der Welt. Maximilians Karriere ging also stetig bergauf. Doch dann geriet er unter Druck, sagt er selber. Die Erwartungen waren ihm zu hoch. Er machte Fehler beim Tennis und so geriet seine Karriere ins Stocken. Und dann kamen auch noch Drogen dazu, Alkohol kam dazu. Und auf einmal sorgte Maximilian Abel für ganz andere Schlagzeilen. Exzessive Spielsucht. Er kam einfach nicht mehr weg vom Automaten. Es waren mehrere Stunden, 5, 6, 7 Stunden am Tag. Es ging bis 10 Stunden. In Polizeikreisen nennt man ihn Huibu, das Gespenst am Geldautomaten. Mit fremden EC-Karten hebt er hohe Summen ab und um nicht erkannt zu werden, tarnt er sich mit einem Bettlaken. Maximilian Abel wird mehrfach wegen Betrugs verurteilt. Auch jetzt sitzt er eine mehrjährige Haftstrafe ab. Und erst im Gefängnis, so erzählt Maximilian Abel es unseren Kolleginnen, soll er sich intensiv mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Er wendet sich an verschiedene Stellen und er schreibt einen Brief. Und zwar an den Präsidenten des Deutschen Tennisbundes. Und in diesem Brief offenbart er, was ihm in der Vergangenheit mit seinem Trainer Dirk Hordorf passiert sein soll. Sehr geehrter Herr Arnim, mir ist bewusst, dass ich mit diesem Schritt ein gewisses Risiko eingehe. Eine Person, die jahrelang systematisch junge Tennisspieler von sich abhängig machte, missbrauchte, erniedrigte, demütigte, muss aus dem Verkehr gezogen werden. Der Deutsche Tennisbund beauftragt eine Anwaltskanzlei, informiert nicht die Öffentlichkeit. Doch meine Kollegin Elena beginnt gemeinsam mit Kolleginnen der Sportschau und Süddeutschen Zeitungen zu recherchieren. Und sie nehmen dann Kontakt zu Maximilian Abel auf. Anfangs war er sich noch gar nicht sicher, möchte er überhaupt mit Medien sprechen, möchte er überhaupt seine Geschichte öffentlich machen, weil er hat diesen Brief geschickt, er wollte das erstmal intern mit dem Deutschen Tennisbund klären. Er hat sich an Betroffenenvertretungen gewandt, auch die waren eher so erstmal zurückhaltend, sprich lieber erstmal nicht mit den Medien, versucht das erstmal anders zu klären. Dann hat das sehr, sehr lange gedauert, bis er sich dann irgendwann dazu entschieden hat, okay, ich möchte mit den beiden sprechen. Und dann wiederum hat es noch sehr lange gedauert, bis wir dann wirklich ins Gefängnis durften. Im Gefängnis erzählt Maximilian Abel zum ersten Mal öffentlich, was sich auf seinem Weg zum Tennisprofi hinter den Kulissen zwischen ihm und Trainer Hordorf zugetragen haben soll. Dieser soll gegenüber Maximilian immer wieder sexualisierte Gewalt ausgeübt haben. Zunächst unter dem Vorwand, dessen Muskeln untersuchen zu wollen. Am Anfang war er schon irgendwie auch schon vorsichtig, muss man sagen, ja, also aus heutiger Sicht. Ich war das erste Mal bei ihm zu Hause, da war ich 16 Jahre alt ungefähr. Im Laufe der Jahre eben hat er dann mehr Mut gefasst, wahrscheinlich für sich, wo dann auch irgendwann man Liegestütze machen musste vor ihm. Und zwar nicht in Klamotten, sondern auch eben irgendwann später nackt, also komplett ausgezogen. Das fand aber hauptsächlich bei ihm zu Hause statt. In seiner Wohnung. Ohne Unterhose Liegestütze, Squats ohne Unterhose. Und dann hat er irgendwann auch seine Massagebank ausgepackt. Ja, die hat er dann meistens in einem Gästezimmer gehabt und hat dann da mich dann massiert auch eben. Ja. Wie habt ihr denn die Aussagen von Maximilian Abel prüfen können? Wir haben unfassbar viele Telefonate geführt und uns mit Leuten getroffen aus der Tennisszene, um herauszufinden, hat er das im Laufe seines Lebens schon mal anderen Leuten erzählt. Gibt es andere Spieler, Ex-Spieler, die Ähnliches erlebt haben? Und so hat sich so Stück für Stück das Puzzle zusammengesetzt. Insgesamt reden Elena und das Team mit rund 50 Menschen aus der deutschen Tennisszene. Und wirklich, einige bestätigen, dass Abel ihnen schon früher von seinen Erlebnissen berichtet habe. Seine Geschichte scheint glaubwürdig, aber nicht nur das. Es gibt scheinbar weitere Fälle, darunter zwei aktive Profis.
14 Spieler berichteten gegenüber NDR, Sportschau und Süddeutsche Zeitung, dass sie ähnliche Erfahrungen mit Hordorf gemacht haben sollen. Sie berichteten von Missbrauchsvorfällen wie zum Beispiel Berührung am nackten Körper. Einige wollten aber anonym bleiben zu ihrer eigenen Sicherheit. Dirk Hordorf war dann des Öfteren in der Kabine und hat uns Jugendlichen beim Duschen zugeschaut, beziehungsweise sich direkt vor den offenen Duscheingang gesetzt. Er hat dann auch hin und wieder Sachen auf den Boden geworfen, nach denen man sich bücken musste. Er hat dann im Bad gefragt, ob ich mich bis auf die Unterhose ausziehe und hat Fotos von mir gemacht. Er hat gesagt, er wolle meine Muskeln checken. Ich musste Übungen in Unterhose machen. Er stand dann hinter mir und hat so eine Art Polizeigriff gemacht, aus dem ich mich befreien sollte, was mir aber nicht gelang. Dann wollte er Fotos ohne Unterhose machen. Es gab keine Geheimnismacherei um dieses Thema. Ich kann mich erinnern, da muss ich 18 Jahre alt gewesen sein, dass ich in einem Fitnessraum war mit 10 bis 12 Personen, sowohl Spieler als auch Trainer, die keinen Hehl darum gemacht haben und eigentlich gängige Witze darüber gemacht worden sind. Ah, du hast einen Termin mit dem Herrn Hordorf, dann darfst du dich ja gleich ausziehen. Aber da waren doch auch Erwachsene und Trainer mit im Raum. Ja, die waren auch dabei und jeder, der auch nur halbwegs auf einem erfolgreichen Niveau Tennis gespielt hat und in die Nähe von Nationalkadern, Leistungszentren gekommen ist, der kennt diese Geschichten. Ganz, ganz viele haben uns gesagt, das weiß doch jeder, das ist ein offenes Geheimnis. Das grassierte offenbar in dieser Tennisszene seit den 90er Jahren. Und das ist eine der großen Fragen, die wir uns stellen und die wir auch dem Deutschen Tennisverband stellen. Wie kann das sein, dass der sich so lange da halten konnte, beziehungsweise über die ganzen Jahre sogar noch Karriere machen konnte? Also der ist immer wichtiger geworden im deutschen und auch im internationalen Tennis. Und auch im Deutschen Tennisbund ist der immer wichtiger geworden, bis hin zum Vizepräsidenten. Was wir aber nicht sagen können, ist, dass, also das haben wir einfach auch nicht herausgefunden, dass jemand im Präsidium des DTB wirklich davon wusste. Das wissen wir nicht. Aber in der Tennisszene auf unterschiedlichen Ebenen soll das über Jahre grassiert sein als Gerücht oder als offenes Geheimnis. Wenn also so viele berichten, dass sie von den Vorwürfen wussten, kann es dann wirklich sein, dass nichts zu den Verantwortlichen hochsickerte? Gehen wir es nochmal kurz durch. Im Februar 2022 hat Maximilian Abel also an den Deutschen Tennisbund einen Brief geschrieben. Diesen haben sie erhalten und haben Maximilian dann auch im Gefängnis besucht. Im Sommer dann beauftragte der DTB eine externe Anwaltskanzlei, um die Vorwürfe von Maximilian Abel zu untersuchen. Dafür haben sie dann Maximilian Abel vernommen, aber auch andere Zeugen. Und in ihrem Abschlussbericht kommen sie zu folgendem Ergebnis. Abels Vorwurf, Hordorf habe ihn in einem Hamburger Hotel mit einem Gürtel auf das nackte Gesäß geschlagen, sei überwiegend wahrscheinlich. Aber die Vorwürfe hätten keine strafrechtliche Relevanz oder seien verjährt. Tja, und Dirk Hordorf, was sagt der? Er streitet alle Vorwürfe ab und sagt sogar, Maximilian Abel sei nicht glaubhaft. Und er ist sogar zunächst Vizepräsident des DTB geblieben. Und unsere KollegInnen haben den Präsidenten des DTB dazu befragt. Von Arnim gibt an, erst durch Abels Brief von den Missbrauchsvorwürfen erfahren und auch Hordorf gegenüber reagiert zu haben. Wir haben ihn aufgefordert, das Amt ruhen zu lassen. Die Kanzlei war dabei. Und er hat gesagt, an den Anschuldigungen, die sind nicht wahr. Und deswegen werde ich mein Amt auch nicht ruhen lassen. Unsere Satzung gibt das nicht her, dass wir jemand in Anführungsstrichen entlassen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das in dem Fall so akzeptieren. Also erstmal keine Konsequenzen für Dirk Hordorf. Dieser durfte sogar noch auf DTB-Veranstaltungen auftreten und den Verband repräsentieren, nachdem die Vorwürfe von Abel bereits bekannt waren. Und trotz der Aussagen zahlreicher Spieler über den mutmaßlichen Machtmissbrauch des Vizepräsidenten. Ich treffe Maximilian Klein von Athleten Deutschland, einem unabhängigen Interessenverband deutscher Athleten. Auch ihm schrieb Maximilian Abel aus dem Gefängnis einen Brief. Dass sich der Sportverband schwer tut mit der Aufarbeitung, wundert ihn nicht. Wir müssen uns ja erstmal die Grundproblematik anschauen. Ein Verband ermittelt gegen sich selbst. Der Verband, das Präsidium, beauftragt diese Untersuchungen, die durch Dritte durchgeführt werden. Und da haben wir schon das Gefühl, dass die das sorgfältig gemacht haben und sich auch der Tragweite da bewusst waren.
Dann ist es aber so, dass ja der Verband gegen ein eigenes Präsidiumsmitglied ermittelt. Das heißt, hier können Interessenkonflikte vorliegen. Es kann ja sein, dass eine Untersuchung auch hervorbringt, dass andere Personen davon wussten. Dass dann vielleicht andere auch einen Anreiz haben, eher die Institution zu schützen. Vielleicht nicht im Sinne des Betroffenen aufzuklären. Maximilian Klein sagt, vor allem der Spitzensport sei anfällig dafür, dass Missbrauch passiert und ungeahndet bleibt. Wir reden nicht umsonst vom Sport als Ersatzfamilie. Wir reden über persönliche Beziehungsgeflechte, Abhängigkeitsverhältnisse und Machtdynamiken, die im Profisport und im Leistungssport besonders krass sind. Und da reden wir über extreme Abhängigkeitsverhältnisse, vor allem zwischen sehr mächtigen und einflussreichen Personen, die über die Karrieren von jungen Menschen entscheiden können. Das sind geschlossene Räume, das sind geschlossene Systeme mit gleichbleibend handelnden Personen über Jahre. Dann sind es auch junge Personen, die auch in so einem System sozialisiert sind. Das heißt, viele, die auch mit uns sprechen, denen wird erst dann klar, was da eigentlich passiert ist, wenn sie aus dem System raus sind und dann merken, dass das ja alles gar nicht normal ist. Dass es nicht normal ist, als junger Profisportler nackt von seinem Trainer untersucht zu werden, weiß heute auch Sriram Balaji. Er gehört bis heute zu den besten Doppelspielern der Welt. Als Jugendlicher kam er über ein Stipendium aus Indien zum Hessischen Tennisverband, wo auch er auf Dirk Hordorf traf. Balaji erzählt, dieser habe ihn dort regelmäßig im Gästezimmer besucht. He used to come to my room like once a week or every 3-4 days, whatever, whenever he's there. He asked me to remove my clothes, to analyze my muscles. Like, so, okay, I removed my clothes except the underwear, but after a point, he asked me to remove my underwear also. And then said like he would like to see all the muscles in my body, which is not normal in India, but I thought it's common here in Germany when I came for the first time. Wie Maximilian Abel wurde auch Sriram Balaji von der Anwaltskanzlei vernommen, seine Aussagen als glaubwürdig eingestuft. In den Umkleiden und Büroräumen des Hessischen Tennisverbandes sollen viele der Übergriffe passiert sein. Hier ist Dirk Hordorf bis heute Ehrenpräsident. Aber der HTV hat ihm Hausverbot erteilt. Auf Anfrage heißt es, die Vorwürfe seien nicht bekannt gewesen. Wie viele andere hatte auch Sriram Balaji Angst zu sprechen. I was always like scared of him. You know, my sponsor sent me to him. So I was always worried about if he tells something bad about me to my sponsor, I will lose the sponsor, you know. Sriram Balaji sprach damals also nicht, aus Angst, er könne seinen Sponsor verlieren, wenn er sich mit dem mächtigen Hordorf anlegen würde. Denn gerade im Tennissport hängt der Erfolg oft am Geld. Viele Nachwuchsspieler zum Beispiel bekommen erst durch externe Geldgeber die Möglichkeit zu trainieren oder an großen Turnieren teilzunehmen. Und dadurch können dann eben Machtverhältnisse entstehen. Und das soll mutmaßlich auch Dirk Hordorf ausgenutzt haben. Er soll Spielern sogenannte Wildcards versprochen haben. Damit konnten sie dann an großen Turnieren teilnehmen, ohne Qualifikation. Als Maximilian Abels Eltern 2002 gemerkt haben, uns geht hier langsam das Geld für den Tennis aus, soll Dirk Hordorf ihm angeboten haben, ihn kostenlos zu trainieren. Und damit geriet Maximilian wohl in eine Abhängigkeit. Ich kann es eigentlich im Prinzip heute immer noch nicht fassen, eigentlich auch, ne? dass ich mich überhaupt dazu geleitet habe. Dass ich mich überhaupt ausgezogen habe und so. Ne? Also das kann man, man schämt sich halt auch, ne? Das muss man halt einfach so sagen. Ne? Dem Deutschen Tennisbund wurde von der Kanzlei empfohlen, die Strukturen zu überarbeiten. Der DTB teilt mit, er habe eine Aufarbeitungskommission eingerichtet, man wolle aus Fehlern lernen. Und Dirk Hordorf, der bestreitet die Missbrauchsvorwürfe bis heute. Strafrechtliche Konsequenzen gab es keine. Aber nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden, trat er schließlich von seinem Posten als Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes zurück. Freiwillig, aus gesundheitlichen Gründen. Aber er hat offenbar immer noch Spieler unter Vertrag, als Manager oder Trainer. Und er soll auch sehr aktiv sein, erzählen uns einige unserer Quellen und rumtelefonieren und sagen, ich habe hier diese Vorwürfe bald vom Tisch. So, das läuft, ich habe es unter Kontrolle. Das Ermittlungsverfahren, das Abel angestrengt hat, ist eingestellt worden. Und es wirkt so, als
würde er nicht aufgeben. Jüngst soll Hordorf auch bei 3 internationalen Turnieren gesehen worden sein. Sriram Balaji ist der einzig noch aktive Tennisspieler, der sich entschieden hat, offen von seinen Erlebnissen zu erzählen. I would like all the players who were affected by this to come forward and express themselves, so that it doesn't happen to the future tennis players, tennis stars who are coming up. Ich erwarte eben von dem Verband, dass sie Tacheles machen jetzt, ne? Ohne Wenn und Aber und ein Zeichen setzen einfach für andere Verbände, für die Eltern, weil eins ist ja klar, wir gehen ja alle als Kinder zum Sport, um nicht missbraucht zu werden. Ne? Das ist doch klar, ne? Wenn ihr die ganze Geschichte von Maximilian sehen wollt und die Recherche von unseren Kolleginnen, dann klickt gerne in die Infobox. Dort haben wir euch den ganzen Dokumentarfilm verlinkt. Und schaut euch hier auch meinen Film von Steuerung F an, Missbrauch im Turnverein, wie sich Betroffene wehren. Und hier haben wir noch eine andere spannende Funkreportage für euch.